lecker. Schon seit den 20er Jahren lecken die Deutschen beständig an den süßen Kugeln. Den Italienern sei Dank importierte Eistradizione. Die Portionen sind rund und die Eisdielen heißen meist Venezia. Bisher. In Erlangen nennt sich die Eisdiele jetzt Up to You. Hier fällt das Eis aus seiner gewohnten Rolle und wird vor dem Verspachteln erstmal gespachtelt. Gastronom Le Yeng Wang hat die Idee aus dem Thailand-Urlaub mit nach Franken gebracht. Das gerollte Eis ist eine runde Sache, die es so hier noch nicht gab. Also es ist im Prinzip eine kalte Teppanyaki-Platte, könnte man sagen. Die hat bis zu minus 30 Grad minus. Und da kommen dann die Zutaten drauf, Früchte, Schokolade, Alkohol, Pizza, Burger würde auch gehen. Dazu kommt dann die Milchbasis drauf. Das ist dann das Eis sozusagen, das ist flüssig. Das verarbeiten wir, wird zerhackt und im Anschluss verschmiert, so dass wir das rollen können und schön zu einem Eisbecher umwandeln können mit Sahne, Streusel, Toppings und dass es dementsprechend schön ausschaut natürlich und dekorieren. Fertig ist der Eisrollenbecher für 5,50 Euro. 7 verschiedene Geschmacksrichtungen von Keks, Erdnuss, Butter, Nuss bis zu Avocado, Vanille, Erdbeer. It's up to you, verspricht der Eisdielname. Der Gast darf auch experimentieren. Es ist lockerer. Dadurch die Luft dazwischen schmeckt es einfach interessanter. Ja. Es macht auch nicht so satt wie Eis jetzt unbedingt. Also ich finde es echt gut so. Luftig. Frischer, als wenn ich so eine normale Kugel bekomme. Die Eisdiele liegt nicht unbedingt zentral in Erlangen, dennoch wollen schon mittags alle die süßen Rollen. Kein kurzlebiger Trend, glaubt der Chef. 20 Mitarbeiter hat er eingestellt. Es läuft, rollt eben gut an für den neuen Eistrend.